In den frühen 1960er Jahren stellte die Deutsche Reichsbahn die ersten Wagen in Dienst, die weitgehend der internationalen UIC-Y-Norm entsprachen. Diese Fahrzeugfamilie ist durch die einheitliche Länge von 24,5 Metern, den Seitengang bei Sitzwagen und Übergänge mit Gummiwülsten charakterisiert. Geliefert wurden zunächst Schnellzugwagen beider Wagenklassen mit Sechserabteilen. Die Fahrzeuge wurden sowohl für die Deutsche Reichsbahn als auch den Export produziert. Neben Sitzwagen entstanden unter anderem Liege-, Speise- und Schlafwagen. Anfänglich wurden die UIC-Y-Wagen ausschließlich in hochwertigen Diensten eingesetzt, besonders auf internationalen Verbindungen. Als in den 1980er Jahren moderneres Material zur Verfügung stand, wurden die Wagen auch in Eilzügen verwendet. Die Ausmusterung der Fahrzeuge erfolgte zügig nach der Bahnreform von 1994. Auf einen Schlag erscheinen gleich drei formneue Personenwagen der ehemaligen Deutschen Reichsbahn. Zum ersten Mal ist diese auf den Schienen häufig anzutreffende Gattung von Personenwagen im exakten Maßstab von 1 zu 87 in Großserie von Pico nachgebildet worden. Neben ihrer Maßstäblichkeit überzeugen die Pico Y-Wagen durch eine Vielzahl von umgesetzten Details. An den Drehgestellen zeigt sich dies durch Gleitschutzregler und Achslager-Bremsdruckregler. Äußerst scharfe Gravuren lassen das Dach bestens zur Geltung kommen. Selbst die einzelnen Lüfterlamellen sind in exakter Anzahl erkennbar. Stimmig ergänzt werden die Lüfter durch ebenfalls nachgebildete Wartungsklappen und korrekt positionierte Luftsauger. Die hervorragend eingefangenen Proportionen der Wagen setzen sich, angefangen bei den Fenstern bis hin zu den Vorräumen und WCs, fort. Ebenso genau ist mit den Türen verfahren worden. Deren Griffstangen sind freistehend ausgeführt und bereits montiert. Umgeben sind die Scheiben von trennscharf aufgedruckten Rahmen. Liebevolles Detail sind die am oberen Rand angeordneten Fensterstopper. Beste Sicht in den vorbildgetreu nachgebildeten Innenraum samt einzelner Abteile bieten glasklare Fenster. Wahre Freude lässt auch der Wagenboden aufkommen. Dieser präsentiert sich fein detailliert mit diversen nachgebildeten Baugruppen. Außenlangträger in passender Höhe dürfen natürlich nicht fehlen. Die Pufferbohle kann mit zusätzlichen beiliegenden Bremsschläuchen vervollständigt werden. Die neue Wagenfamilie überzeugt nicht nur optisch, auch technisch haben die Wagen einiges zu bieten. Hervorragende Rolleigenschaften erlauben betriebssicheres Fahren auf jeder Anlage. Alle Wagen verfügen über eine Kurzkupplungskulisse zur Bildung langer Zuggarnituren. Mit der Pico-Kurzkupplung können die Wagenübergänge besonders eng gehalten werden. Echtes Eisenbahnflair kommt durch eine werkseitig vorbereitete Beleuchtung der Wagen auf. Passgenaue Beleuchtungsbausätze für Sitz- und Liegewagen sorgen mit farblich passenden LEDs für ein stimmungsvolles Ambiente. Die wegen ihrer Fertigungsstätte oft auch als Bautzener Wagen bezeichneten Abteilwagen waren in diversen Varianten anzutreffen. Gleich mehrere Wagentypen ermöglichen die Bildung verschiedenster Ganzzüge. Zusätzlich erscheinen noch dieses Jahr zwei attraktive dreiteilige Wagensets. Mit dem Schlafwagen ist darin ein weiterer markanter Wagentyp enthalten. Für die Bildung vorbildgerechter Zuggarnituren führt Pico bereits passende Lokomotiven im Programm. Das vielgelobte Pico Expert-Modell der Baureihe 132, oftmals Ludmilla genannt, ist die ideale Ergänzung für den Schnellzugdienst der DR in H0.